gerne halt mit japanischen Unternehmen zusammenarbeiten. Von Designern zu überarbeitet zu werden halt und dementsprechend halt dann auch eine größere Aufmerksamkeit und eine größere Achtung und Schätzung zu erlangen. Der Colorhead ist natürlich zur Identifizierung einer DNA, also einer wiedererkennbaren und einmaligen halt Kennzeichnung dieser Produkte, die hoffentlich in Zukunft über alle diese Produkte wiederzufinden sind. Die Nutzer müssen natürlich über die Kommunikation, aber auch über die Nutzung der Produkte erfahren, halt, dass diese Produkte etwas Besonderes sind gegenüber dem Wettbewerb, dass sie innovativer sind, dass sie einen vernünftigen Preis haben, aber natürlich auch nicht unbedingt sehr viel billiger sind als alle anderen und dass diese Produkte eine große Langlebigkeit und damit natürlich auch einen Beitrag zum Umweltschutz, zur Ökologie im Gesamten halt haben halt und dementsprechend dann über diese Langnutzung auch einen großen Beitrag haben, was diese DNA kommuniziert wird.